Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Ramses, das ist der Hannes, das ist der Fahrer. Es hat heute so geschifft, geregnet den ganzen Tag, das Wasser von der Rhön bis hierher geschwommen, haben wir gedacht, müssen wir mit dem Fahrer zusammen noch ein schönes Rhöner Biertasting machen, das ultimative Rhöner Biertasting. Da war nämlich im Rewe so ein Regal, Stirnseite, da standen einfach Rhön, Bier aus unserer Gegend hier, zack, habe ich gesagt, nehme ich einfach mal mit. Er möchte ja eh immer so themenbasierte Tastings machen, ultimative, alle Sorten, alle Variationen von einer bestimmten Marke oder einem bestimmten Typ. Das wäre am besten. Rhöner sagt er auch, kennt er ja schon ein bisschen, sagt er, schmeckt eigentlich auch immer ganz gut. Das interessiert ihn brennend. Ja. Ich will mal ganz kurz, ja, wolltest du noch was sagen? Wir sind auch Sorten dabei, das Pilz ist gar nicht dabei, oder? Das gab's nicht. Jetzt hör mal auf. Das weiß ich nicht, vielleicht war das schon ausverkauft und vergriffen. Es sind jetzt also erstmal 8 Sorten, wie man hier sieht. Da vier, die sind wieder geordnet nach Alkoholgehalt. Das ist das Mildeste, das ist das Härteste. Was ich sehe, die haben erstmal alle den gleichen Kronkorken. Bis auf das Erste, weil das ist ja was Besonderes und das hat einen blauen, das sieht lustig aus. Weil es Bier ist und kein, weil Radler ist und kein Bier. Ihr seht natürlich auch immer schön hier Rhöner, riesengroß, draufgeknallt. Und was drehst du das rum? Willst du da was lesen oder was? Aber wir zeigen euch die Etiketten sowieso gleich nochmal einzeln, weil wir wollen auch bei den Etiketten wieder sagen, wie uns die gefallen. Und ich sehe, vieles ist hier sehr dunkel. Schwarze Etiketten oder schwarze Hintergründe oder kompletter Background in schwarz. Da einfach wieder sowieso schwarzes. Also außer das ist blau, das sticht ein bisschen hervor. Wir würden jetzt anfangen mit diesem Rhöner schwarzer Radler mit dem blauen Deckel. Das hat 3,0%. Was gibst du fürs Etikett? 3. 3% fürs Etikett. Hannes? 4. 4. Naja, gebe ich auch 3, wird man es nicht so hypen. Das ist, steht auch drauf, ein Biermischgetränk aus 60% Original Rhöner Urtyp. Das kommt als Nächstes. Und 40% Zitronenlimonade. Denn der Urtyp genau käme danach. Also das ist aus dem Urtyp heraus und Zitrone entstanden. Dunkler, schwarzer. Ich bin gespannt. Schwarzer Fahrer. Schwarzer Radler. Ich habe irgendwie mein Feuerzeug vergessen. Wir müssen das jetzt mal anders aufmachen. Facts about, die stehen wahrscheinlich auf jedem Ding, weil das sieht nämlich genauso aus wie das hinten. Eingebraut mit kontrollierter Braugerste aus der Rhön mit Naturhopfen aus Thüringen und Franken. Keine Verwendung von Hopfenextrakt. Das ist sehr gut. Da freut sich der Fahrer. Brauwasser aus der aus dem eigenen Tiefbrunnen, also ist dasselbe. Umweltfreundliches Mehrweggebinde zur Vermeidung von Plastikmüll. Also hier steht dasselbe drauf. Einfach gar keine Plastikflaschen, sondern Glasflaschen und tun sich damit so, da machen sie halt was Gutes. Aber ist so. Wir haben jetzt hier unsere Kalea Bier Tasting Gläser. Müssen wir mal gucken. Sieht bestimmt jetzt aus wie ein Cola-Bier. So, einmal hier. Ich weiß gar nicht, wie viel man da einschenkt. Bis zum Handgriff wäre gut. Da hat man ungefähr eine Messlatte. Ich habe mir einfach weniger eingeschenkt, ne? Damit ihr dann besoffen seid und ich nicht. Damit ich es damit ausspucken muss. So, heißt, weil ich. Der Letzte muss dann immer den Rest noch nehmen. Weil ich mir zu wenig drin habe, muss ich jetzt den Rest auffüllen. Der Geruch hat auf jeden Fall schon mal eine schöne säuerliche Note. Bin ja schlau, ist ja nur im Prinzip Radler, also da kann ich ruhig das jetzt so machen. Stellen wir mal hin. Also wir hatten schon Biersorten, die so aussahen, das ist beim Alt. Das sah schon gut aus. Das sieht aus wie Cola Mix. Aber es ist halt einfach eine Limo. Ne? Also Limo-Bier. Ich finde, das hat so eine leicht auch rötliche Farbe oder bronzenartige irgendwas. Ich bin gespannt, wie das Urtyp Bernsteinfarbe. Also die Farbe finde ich gut, da würde ich jetzt 4 von 5 Punkten geben. Sieht aus wie ein Cola Mix. Wir machen einfach Prost in die Mitte und dann ist ja nur ein Radler. Das könnte Wenkel sein. Also ich trinke eigentlich nicht so gern Radler, weil das immer so säuerlich ist. Hier habe ich eher so eine dumme Bumsnote, die da ist, bestimmt von dem Urtyp her, die so präsent ist, dass es das Zitronige jetzt nicht so angreift. Von dem Radler ist man halt auch immer so schnell satt.
Ja, aber das geht total unter. Die Limo, die geht total unter. Also das wäre ein Radler, was ich lieber trinke als ein normales Radler. Aber irgendwie, weiß ich nicht, bei dem Geschmack wünsche ich mir dann schon mindestens 5% und nicht 3%. Ein richtiges Urtyp. Also würde ich wahrscheinlich dann eher ein normales Urtyp ja trinken, wenn mir die störende Zitrone auch noch weg ist. Ihr seid ja schon fertig, Jungs. Mensch, ihr wollt ja heute wirklich einen auf den Putz hauen, habe ich gehört. Ich finde ja komisch, dass du das Pilz vergessen hast. Ich habe das nicht vergessen. Ich habe alles, was an der Stirnseite da stand. Weil da, wo das normale Bier stand. Ja, wahrscheinlich stand es normal und das sind besondere Sorten gewesen. Deswegen haben die da, ich laufe doch da nicht extra zurück und guck noch mal. Ich stand unter Zeitdruck, weil ich nicht wusste, soll ich oder soll ich nicht. Jetzt haben wir, pass auf, jetzt haben wir hier als zweites. Röner, Urtyp, Original, Dunkel. Etikett passt, hat hier 4,9%, da kommen wir schon dahin. Mehrwegflasche, der Umwelt zuliebe, Röner Urtyp, Dunkel. Und das finde ich schöner, das Etikett, als das erste. Da ist nicht so viel Gefaxe dran. Also das kriegt von mir 4. Die Rhön ist aber kein Faltengebirge, oder was soll das sein? Faltengebirge, ich weiß nicht, weil... Ich weiß nicht, was ein Faltengebirge ist. Die Alpen zum Beispiel. Vor allem sind das Flugzeuge, ja. Der eine fliegt Kerzen gerade hoch, der andere so. Es sind keine Vögel, es ist ein bisschen brutal, was da abgebildet wird. Es ist ein verwirrendes Bild, finde ich so, aber ja. Rest hinten kennt ihr ja. Was sagt ihr denn beim Etikett? Ja, das ist drei. Noch weniger ansprechend als das erste, aber drei Minus würde ich jetzt so sagen. Seit wann machen wir denn Plus und Minus? Na, weil es zu schön für eine 2, aber das ist ja... Da hätte ich aber dem anderen eine 4 geben müssen, aber da müsste es schon schön sein bei 4. Hauptsache, es ist dunkel, der Hannes mag eh kein dunkles Bier und deswegen... Dass das zuerst weg ist, genau. Es ist nur gut, dass die letzten zwei dann auch wieder dunkel sind. Mahlzeit! Das ist Einschenkgeräusch. Das ist irgendwie immer da, wenn man einschenkt. Das ist der Hall, ja genau. Wie in der Höhle. Ich krieg den Satz, das ist schön. Wieso hast du aber Wolfgang genommen heute? Ich dachte, es gibt so coole, scharfe, heftige. Ich wollte irgendwas mit Döner und Brokkoli haben. Und dann einfach, ich wusste nicht, dass du so ein Brokkoli-Freund bist. Ja, eigentlich schon. Wieso, wer hat denn gerade den Rest? Ja, der Hannes hat das Kleinste, deswegen muss der den Rest jetzt nehmen. Deswegen sage ich, krieg ich den Rest. Ich habe, glaube ich, wieder Pizza türkisch genommen. Fertig. Was ist da drauf? Weiß ich nicht. Dönerfleisch und Jalapenos und scharfes Gebums und fertig. Mit Jalapenos ist immer gut. So. Hier Farbe. Schön. Bin ich wieder bei 4 von 5. Haben sie einen schönen Restmalz genommen wahrscheinlich. Irgendwie. Ich kann da nicht so gut durchgucken wie bei dem davor, sonst hätte ich noch mehr gegeben. Jetzt ist der Verdünner. Nein, jetzt soll ich dir Wasser geben zum Verdünnen, da kannst du besser durchgucken. Nee, das ist... Zu dunkel ist halt auch nicht immer so gut, ne? Sieht schon gut aus, hat auch wieder so eine rostbraune Farbe irgendwie. Ich gebe bei der Farbe auf jeden Fall 4 Punkte. 4, okay. Ja, das ist ein dunkles Bier. Habe ich auch. Ist genau das, was es... Wenn draufstehen würde Pilz und es würde so aussehen, würde ich sagen, finde ich ein bisschen komisch. Wenn drauf steht es breit und es sieht so aus, würde ich denken, genau. Aber wenn dunkel draufsteht und es ist goldfarben, würde ich mir auch erwarten. Das geht ja runter wie nichts. Also schmeckt mir auf jeden Fall besser wie das erste, weil diese störende Zitronennote nicht da ist und... Das schmeckt sehr mild, also ich hätte mir einen kräftigeren Geschmack von der Farbe her so erhofft. Aber ansonsten... Ja, aber das ist Bier. Aber der Nachgeschmack hat halt sehr starke Röstaromen, also das ist ja wie bei dem Urzeug halt drin. Naja, aber das ist wenigstens präsentes Biervergleich vom vorher. Also. Das hat er sehr gut gesagt mit den Röstaromen. Ich wollte nämlich sagen, da ist was, das kann ich jetzt gar nicht beschreiben. Röstaromen, Kaffee, Note leicht, leichte Bittere ist am Start, okay. Ah ja, das ist schon ein besonderes Bier, wenn du so siehst, was du jetzt normal im Handel kaufst und alles schmeckt so wie Sternburg dann. Trinke ich ja trotzdem gern und das schmeckt halt irgendwie gehobener. Es schmeckt auf jeden Fall gehobener, schmeckt spezieller, also da kann man jetzt nichts gegen sagen. Als nächstes hätte man dann das Röner Kellerbier. Da weicht das Etikett auch wieder mal ein bisschen ab vom Rest. Aber was will ich denn so zeigen? Wir müssen doch eh so zeigen. So, ihr seht ja hier, die sind ja dann alle Röner richtig fett drüber geschrieben. Und unten schmeißt man noch die Sorte ran. Ja, da muss man sich nicht so viel Mühe geben. Oder hier, der Hintergrund aber ist hier, schön. Ja, hier ist sogar ein Hintergrund, ein ganzes Bild, ein ganzes Gemälde dabei. Hier Kellerbier, Röner, Kellerbier, Himbeergrund, alles dabei, genau. 4,9. Da würde ich auf jeden Fall eine 4 geben. Oh. Also
wenn man das Kellerbier besser lesen könnte, würde ich sogar eine 5 geben, aber das geht ein kleines bisschen unter. Das Kellerbier, das hat wieder der Praktikant gemacht, das draufgeschrieben. Wir hatten nichts ab der 18 Farbpalette wahrscheinlich. Hier, mach's fertig, okay. Was ist denn das? Na, ich soll's doch fertig machen. Ja, aber ach, ordentlich und nicht so. Und so sieht's dann halt aus. Du gibst 4, da gebe ich 4,9. Nee, ich gebe auch. Ich gebe 3. So, mich lenkt der Hintergrund ab. Und das. Ich meine, das Urtyp geschrieben, das sieht eigentlich auch hässlich aus, aber. Das passt schon, das passt schon. Irgendwie muss es ja passen. Das schmeiße ich zu dir. Diesmal fange ich mal mit dir an, dass du das wenigste hast. Ja, da musst du noch nicht so durchdrehen, kriegst doch gleich. Oh, das kann sein, dass das wenigste ist. Da müssen wir jetzt aufpassen. Also ich krieg dann bei mir zweimal eingeschenkt schon wahrscheinlich, genau. Das muss ich noch umwandeln. Hannes ist. Komm, heute gibt's keinen Gewinner, keinen Verlierer. Heute kann man überall noch was reinmachen. Das ist eine sehr gute Aufteilung. Jetzt kriegt der Hannes wieder den Ranz. Den Rest Ranz kriegt er wieder in sein Glas reingeschüttet. Genau, jetzt wird es auch trüb langsam. Ah ja, weil das wollte ich nämlich schon anmerken. Ui. Weil Kellerbier ist ja eigentlich ein ungefiltertes Bier normalerweise. Was steht da drauf? Nichts. Kellerbier. Willst du mal die Flasche? Ich lese nochmal durch. Kannst du besser festhalten, du originaler Urtyp, du. Hier steht nichts weiter, was sie damit angestellt haben. Also normalerweise Kellerbier ist ungefiltert und jetzt wird es aber drüber oder den Rest reingeschüttet. Das hat sich wahrscheinlich das klare bisschen oben und unten halt so getrennt. Jetzt sieht es wieder aus wie nicht richtig ausgespült. Genau, jetzt ist wieder der Plörre. Ich finde schade, dass dieses heftige Logo, was ist bei dem ja so ganz klein, weil der Hintergrund überzeugt, während hier das Logo halt heftig präsent ist mit diesen, mit diesen zwei Flugzeugen und dem World Trade Center. Das soll das bestimmt darstellen, haben die sich gedacht. Das merkt eh keiner. Können wir so einen kleinen Spaß einbauen. Wir haben ja eh diese Schwarzbiere, schwarzer Radler. Der Durchmesser ist dort kleiner. Deswegen fällt es auch gar nicht mehr auf, siehst du? Der Durchmesser ist kleiner. Von dem oberen Wappen. Ich glaube, ich muss jetzt trinken, das ist mir schon hier. Ich dachte, du sagst, ich muss jetzt ein Maßband holen. Also von der Farbe her gebe ich hier, was hast du gegeben für die Farbe? Noch nichts. Ich würde aber für ein Kellerbier würde ich jetzt eine 4 geben, weil... Für das, was es ist, passt die Farbe, aber ich muss die Farbe ja nicht gut finden. Da gebe ich 2. Dreckigeres Bier. 2. So. Obwohl, ne, ich gebe 1. Und das ist nicht positiv. Wir sind nicht in der Schule. 1 von 5, also kann weg. Ja, das fruchtigen Geschmack, so hätte ich jetzt nicht gedacht. Fruchtig? Bei mir kommt da irgendwas Öliges hinten rein. Achso, ich dachte schon, nee, Landbier finde ich noch schlimmer, das mag ich gar nicht mehr. Landbier hat doch der Lutz immer gehabt, oder? Mhm. Wenn du Meile machst und gehst zum Lutz und holst dir Bier, zwei Sorten Auswahl. Zwei Landbier, dann ist die Meile zu Ende, weil dann kann man nichts mehr trinken. Mittlerweile hat er wahrscheinlich gar kein Bier mehr bei sich stehen, oder? Ich habe das letzte Mal einfach nichts gesehen. Weil der René alles weggetrunken hat, meinst du? Oder er hat es versteckt. Der hat es versteckt, ja. Welcher René denn jetzt schon wieder? René Barbrotter. Barbrotter! Ach, das kenne ich auch. Guck, da fliegt gleich alles raus. Ja, der ist doch... Konkurrenz von Sandra gewesen. Die haben doch beide so Firmen gehabt. Ja, wie schmeckt's jetzt? Also ich bin bei Geschmack, würde ich sagen. Also ich bin froh, dass ich nur ein Drittel der Flasche trinken muss. Aber auch nur, weil ich halt das... Also früher habe ich Kellerbier gerne getrunken, weil ich jetzt wickel oder so, ne? Aber jetzt ist es so... Das ist schwierig. Ich weiß schon nicht mehr, was ich davor dem gegeben habe, deswegen ich gebe einfach ein bisschen weniger wie dem davor. Das könnt ihr ja dann mal reinschreiben, wie viele der hattet. Also mir, ich fand den Urtyp bis jetzt noch am besten. Ihr seht ja schon, die stöhnen alle, die machen hier komische Geräusche. Eins. Deswegen kommen wir jetzt zum Außenseiter, zum Röner. Das ist das, was für ein Hannes. Hell, weil das einzigste Etikett ist, wo nichts Dunkles an sich mit drauf ist, weil du hast hier, na gut, es ist dunkelblau. Aber an sich hast du trotzdem eher einen hellen Eindruck, weil es ist ein helles Bier, das passt vom Etikett her. Andere haben da immer noch was Dunkleres mit dabei. Jetzt müssen wir es trotzdem wieder umdrehen und so zeigen, um Zeit zu schinden. Ne? Finde ich aber vom Etikett naja, nicht so ansprechend. Ist mir dazu. Diese Streifen hier, das ist auf jeden Fall wieder Assi-Bier. Assi-Bier. Alle Assi-Bier haben solche Streifen immer im Etikett. Asymmetrisch. Assi-Bier. So das ja auch, daher kommt das. Das Urtyp ja auch sein. Es ist, das Röner Bier ist sowieso Assi-Bier. Das haben wir ja, der gehobene Geschmack, den haben wir uns ausgedacht. Deswegen haben sie es auch an die Stirnseite, damit die Assis nicht erst reinlaufen ins Regal, in den Gang, sondern an der Stirnseite gleich. Komm, ja, Jürgen, nimm den Kasten mit. An der Stirnseite, da stehen halt immer die guten Sachen.
Theoretisch. Da gab es ja keine Kästen, das stand ja alles im Einzelnen darum. Wer kauft von dem Scheißteil Kasten? Von jedem ein. Na, die das ultimative Ultimativ-Tasting machen, die trinken nämlich immer ein ganzes Kasten von jedem. Das ist eine schwache Farbe, aber sehr klar. Also, das ist ja wie wenn man eine Brille aufsetzt. Das ist bisher die nicht beste Farbe, genau. Warte mal. Sehr dünne Farbe, aber sehr klar. Also, das klar ist gut, aber es könnte kräftiger sein. Da würde ich auch 4 geben, ja. Ja gut, ihr bewertet wieder nach dem Typ, was es ist. Ich bewerte nur die Farbe an sich. Also das ist gut, da kommen nämlich auch mal verschiedene Meinungen hier rein. Und das heißt, es ist schön klar, aber es ist mir zu hell. Aber es ist ja auch ein helles. Deswegen ich gebe da 3 als Durchschnitt einfach. So. Was? Ja, wie normales Helles. In dem Hellen hast du halt weniger Hopfen drin. Es erinnert schon an den Kalea-Kalender irgendwie vom Geruch. Geht jetzt in die Richtung Kalea. Ja, jetzt wo du sagst, aber wirklich. So, das ist jetzt kein Röstaroma, das ist irgendwas anderes. Nee, das ist einfach nur dünn. Das ist dünn, da ist was Dünnes drin. Mehr Wasser als irgendwas anderes. Eia. Da kannst du auch gleich Wasser saufen. Jetzt wird es irgendwie säuerlich und bitter im Abgang und. Boah. Also, ich bin froh, dass ich nicht 8 Bier, wenn ich es alleine gemacht hätte, trinken muss, sondern. Hier mal probieren. Schwarze Weißbier. Das ist natürlich Hefeweizen. Bei mir steht da Hefeweizen und nicht Weißbier. Und selbst wenn es dasselbe ist, es steht da einfach Hefeweizen. Da muss man es auch so lesen. Ne? Wir sind ja nicht beim Berufsraten und deswegen hast du aber nicht gesagt, dass Röner schmeckt und ist gutes. Ja, das Pilz. Tja, das Einzige, was wir nicht haben, ist das, was schmeckt. Das ist super. Ja, ich glaube, das Röner Weißbier hatte ich auch schon mal. Ich bin mir nicht sicher. Aber dass es dann noch schwarzes Weißbier gibt, weiß ich nicht. Ja, dann kommen wir jetzt zum mit feiner Hefe weiße Röner. Das ist bestimmt trüb. So rum steht das drauf und deswegen muss man das auch so rumlesen. Mit feiner Hefe weiße Röner. Mit feiner Hefe, einfach weiße und dann einfach Röner. Jo. Oh, da hinten ist ein anderes Bild. Ja, was ist das? Gesehen? Da muss man rumdrehen, das muss man von hier zeigen. Pass auf. Ja. Ich muss nochmal darauf rumreiten jetzt. Mit feiner Hefe. Weiße Röner. Das sieht eigentlich wieder freundlich aus. Das gefällt mir besser als das andere. Eigentlich geben die sich kaum was. Also, ja, komm, 3 Punkte. Ist egal. Röner, weiße. Hier, ja, steht jetzt was anderes. Sag mal, haben wir denn überhaupt... Werbung, dass man eine Brauerei-Dingens machen kann. Ich habe gar nicht gesehen. Wir sind hier schon bei 5,1 in den nächsten Zyklus geschritten. Und sind jetzt bei 5,2. Man muss das ja dazu sagen. Und hier steht jetzt noch was. Brauerei, Führung und Besuch des Brauereimuseums mit anschließender Verkostung unserer Röner Bierspezialitäten. Montag bis Samstag, telefonische Terminabsprache. Auf Wunsch organisieren wir Ihnen ein Röner Buffet. Lassen Sie sich beraten. Hier steht da nochmal dann Bier oder was? Da gibt es auch was zu essen. Also bei Waldhaus kannst du auch eine Brauereiführung machen, aber die kostet was weiß ich, wie viele 100 Euro. Ja, und so also, sieht die Brauerei da aus. Und das ganze Ding ist nämlich in Kaltennordheim, so wie es hier steht. Und in Schwarzbach habe ich mal eine Brauereiführung mitgemacht. Da war Tag der offenen Tür, weil die da Oktoberfest gefeiert haben. Da war es kostenlos. Wenn ihr nämlich da unten beim Englischen Garten an der Kreuzung steht, da ist ja schon hier so ein Schild, wo dort steht Kaltennordheim oder... Ja, das ist gerade 30 Kilometer von hier oder so, 35, weiß ich nicht genau. Bin ich auch schon gewesen. Oh, was ist denn jetzt? Das ist ein Weißbier. Was ist denn jetzt? Und weiter? Muss man das unten aufmachen oder was? Ich hab keine Ahnung. Weißbier, was ist denn das? Du jetzt draufklopfen müssen wahrscheinlich. Oh, jetzt ist es die gute Brühe. Zum Glück, warte mal, ich hab Döner gegessen. Ja, die Security saß ja gerade hier. Jetzt ist die Security weg. Jetzt holen sie Verstärkung. Schon drehst durch. Also, die holen jetzt ihre Geschwister wahrscheinlich. So, ich habe gegessen, deswegen habe ich immer... Das riecht jetzt aber ein bisschen abartig. Hat auch noch einen anderen Grund. Warte, willst du nochmal draufspucken und drüber polieren, oder? Ich weiß es nicht. Ihr seht, wir machen auch wieder sauber. Also ihr könnt uns auch buchen für zu Hause zum Nacktputzen. Und dann geht das. Da schäumt das dann auch so rum. Also. Hui, also das kriegt Pluspunkte für den Party-Effekt, wenn du irgendwo bist in der Disco. Warte, ich mach kurz auf. So. Und dann alle gucken und dann bist du auf jeden Fall das Highlight. Wenn du einen Kumpel hast, der so ein 10.000 Euro Sofa hat, dann schön. Oder im Auto bei irgendwen, das ist noch schöner. Da kriegst du es gar nicht mehr weg, denke ich. Aber der Kumpel mit dem 10.000 Euro Sofa, der hat ja auch ein Auto, was komplett nur aus Leder besteht, innen und außen. Und deswegen ist das egal. Der sagt, ach, ist egal, tritt sich fest, ne?
Oder warte, nimm Trinkröhrchen, können wir es noch aufsaugen? Oder man muss es verteilen, damit es gleichmäßig aussieht, und weil es gut fürs Leder ist oder so, ich weiß doch nicht. Ja, gut, dann müsste der Himmel. Ich krieg die Soße, genau. Ja, weil du. Ich bin dann wahrscheinlich der, der das trübe Bier hat. Genauso sieht es dann nämlich auch aus. Wieso ist denn da jetzt ein oranger Bottich drin? Oder sieht es nur, es täuscht es? Nee, das ist, du hast da immer den Satz, der müsste mal in der Flasche sehen. Also, mein ist weiß geworden, das Bier. Und das hier ist klar, die anderen beiden. Oh, ich ist schon verschimmelt und du genau, sagst, nein, das ist ja hier das. Die Hefe, du hättest es irgendwie durchschütteln und nochmal aufverteilen müssen. Jetzt ist aber zu spät. Ach so. Das können wir beim nächsten machen. Dann zeige ich das mal, wie man das. Normales Bier, wenn du das schüttelst, schäumt das dann über. Das Weiße musst du schütteln, damit es nicht schäumt und die Plörre sich vermischt. Ja, aber, ich hab's ja nicht geschüttelt, deswegen ist es rausgelaufen. Ich trinke den Scheiß auch nicht mit. Das ist halt Hefe. Das ist reine Hefe. Vor allem steht sie extra noch drauf mit feiner Hefe. Mit Partyhefe hätten sie draufschreiben müssen, die dann einfach rausfliegt beim Öffnen. Genau. So, das finde ich cool. Dadurch, dass meins nicht so hässlich aussieht wie deins, gebe ich trotzdem nur 2 Punkte, weil es ist trüb und es ist hell und ich hätte es gern kräftiger und klarer. Also wenn ich das ist eine 1 und das ist eine 2. Nee, bei mir ist es weiß. Also dafür, dass ich nur das 2/3 der Flasche weggekippt wurden, hätte sieht man da den rein theoretisch eine reines Weißbier. Für Weißbier eine 5, ja. Aber da die Hälfte fehlt, halt auch nur eine 4. Vor allem hier perlt auch alles schön noch hoch und hier perlt nichts mehr. Das sieht man bloß nicht. Das ist der tote Fischsee. Fertig. Doch, das blubbert auch. Aber es riecht schon mal gut. Ein richtig schönes Weißbier. Ich dachte jetzt, sie hat sich beschwert, wir sollen hochkommen, das Essen ist fertig hier. Aber der Geschmack ist sehr dünn. Ah, das ist ja wirklich so viel Wasser. Du traust dich noch nicht, du guckst es noch, du musst dich erst noch verlieben. Oder? Also ich fand's gut, ich fand's gut. Also als Bayern ich fand's immer noch gut. Ich fand's super gut, also ich muss wirklich sagen, nee. Das ist das davor, ne, weil das ist... Ihr hattet ja Kristallweizen, ich hab das normale. Das ist... Also der Geschmack ist schon fein. Bin immer froh, wenn sowas dabei ist. Sag mal, Hannes, du sagst, du magst nichts Dunkles, du magst nichts Weißes, du magst gar nichts, du magst keinen Radler, du magst. Was soll man noch machen? Barsteiner, da kann ich ja nur gar nicht nennen. Barsteiner, mit Barsteiner habe ich nicht. Außerdem bist du doch der Typ, der immer sagt, er trinkt immer Helles. Das davor war ja hell. Wie fandst du das davor? Das war für ein Helles schrecklich. Siehst du? Er trinkt kein Radler, er trinkt kein Weißbier, er trinkt kein Schwarzbier. Selbst Helles ist ihm schrecklich mittlerweile. Aber doch stark. Da wisst ihr schon, es geht zu Ende. Zeit, das mag ich schon gern. Mal so Starkbier. Was für dich bestimmt jetzt passt, ist Hefeweizen, schwarze Röner. Soll ich mal gucken, ob ich es aufkriege, ohne dass es überkocht. Jetzt gebt doch nicht mir die Schuld. Was habe ich denn damit zu tun? Das hat 5,2 und statt Weiße steht da einfach schwarze Hefe, Weizen, Röner, Braue, Dings und noch mehr. Und da ist auch wieder das Bild drauf schön hier mit der Brauerei. Das heißt, das wird auch wieder überschäumen, weil da ist ja die Brauerei drauf. Dann warte, dann mach du es halt auf. Ich probier mal, ob ich das besser hinkriege. Ja, steht da überhaupt. Die Roten sind schuld. Oh, das kocht über. Zum Glück hast du das jetzt aber aufgemacht. Da gibt's nicht so Sauerei. Außerdem, du wusstest ja jetzt, was passiert. Also hast es natürlich gleich runtergehalten. Also mach ich versuche das immer. Du darfst jetzt alle 3 einschenken. Du bist jetzt nicht der Fahrer, du bist jetzt der Schenker. Der Bierschenker. Ach, du hast jetzt selber absichtlich die Plörre reingefahren. Schaum. Man hält das Glas falsch rum, da entsteht auch kein Schaum im Glas. Wenn einfach alles rausläuft, dann. Das finde ich aber. Schau mal, wie sau das Zeug. Das ist bestimmt vergoren, das ist bestimmt Surströming, das ist bestimmt des Fahrers Weise. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das Sand drin ist, aber wenn, dann macht man das bei dem Weißbier dann nochmal so. Ja, und dann hast du nochmal Schaum. Dann hast du. Sieht aus wie Parkinson. So ein bisschen was Schaum. Genau. Guck mal, wie das jetzt trüb wird. Ja, das riecht schon so bestialisch. Boah, hätte ich vorher mal die Farbe ziehen müssen. Guck, hier kommt nämlich jetzt das der Naito. Der Xavier, der Naito. Komm, der Naito. Aber, schon wieder. Was machst du denn mit dem Tisch? So lange hat es gehalten und jetzt ist trotzdem der Tisch wieder a full.
Ich muss es noch mal zeigen. Wenn du so guckst, denkst du, die Flasche ist noch voll. Wo ist er? So. So. Röner Schwarzsee Hefeweizen. Ah ja, komm, kriegst du wieder 3 Punkte. Fertig. Tschüss. Kannst du wieder weg. Bist du bei 5-2 angelangt. Stellen wir es mal da hin. So. Oh, da schnauft's. Da schnauft's. Jetzt werde ich es überall dieselbe Blärre drin. Farbe. Schwippschwapp. Das ist ganz schön kräftig. Schwippschwapp. Genau. Ja, also. Wenn es genauso schmeckt, gell? Aber dunkles Weißbier ist mein Lieblingsbier. Da sagt ihr jetzt wieder, das ist perfekt, die Farbe für das, was es ist. Und ich sage, es müsste klarer sein. Ich hätte es gern klarer und ich hätte es noch ein bisschen kräftiger. Deswegen für mich ist das. Eigentlich ist das eine 2. Mehr kann ich da nicht geben. Ihr habt was? 4 oder so? 3. Nee, würde ich jetzt 3 machen. 3. Na, dann habe ich ja mit der 2 bin ich ja nicht weg. Geschmack aber auch 3. Also wenn ich das hier mit einem Kugelbauer Turmweise oder so, Kugelbauer Dunkel. Das sind die Röner Flugzeuge, guck. Das ist der das. Der freut mich, der ist in Neues Wetter die ganze Zeit schon rumgeflogen heute. Sieht man das? Vom Balkon geschissen und dann. Auf den Röner Flaschen ist das drauf, was da oben da ist. Also das ist, die sind aus der Flasche rausgekommen und bilden sich jetzt über dem Himmel wie Shenlong. Deswegen hat es geknallt zweimal. Und wenn du genug trinkst, siehst du sogar 2 spiegelbildlich. Deswegen ist es nämlich hier auch so dargestellt. Das ist jetzt auch kein Quatsch, das ist ja wirklich so. Irgendwann ist der Punkt, da siehst du es irgendwie doppelt. Das letzte Bier, das ist ja bis oben hin voll. Da stimmt auch wieder was nicht. Aber da ist auch die Hopfen-Symphonie deswegen. Das ist doch auch irgendwie jetzt nicht so kräftig. Das ist im Prinzip ziemlich. Das ist das gleiche nur in Lasch. Ja. Lasch, ich sag mild. Ich sag, ich fand das Weiße irgendwie ganz cool mit dem Party-Effekt. Nein, ich müsste irgendwie Röscherum haben. Oder das Schwarze finde ich sogar noch angenehmer, noch köstlicher. Hat auch Party-Effekt. Das ist bis jetzt mein Lieblingsbier. Röner Schwarze Hefe Weizen. Das ist mein Favorit. Also, für nächstes Jahr Geburtstag gibt es dann nur das. Ja, ich muss sagen, das ist aber echt. Nee, man muss es ja nicht übertreiben. Ich finde aber, das geht schön ein. Also, ich finde auch nur, es ist das Beste von denen hier jetzt. Zum Geburtstag hätte ich eher 5-0er Dosenbier genommen. Ja, ja. Ja, weil das ist, das hat Tradition. Ich musste ja dran, letztes, wo ich in Polen war, wieder dran denken, wo ihr dieses. Wie viele Dosen waren das, wo ihr damals. 500 aus dem Edeka. Ah, ja, Jungs, ihr könnt öfters kommen. Ja, das war das 500. Das gekriegt. Das war das 500 Abo-Special. Und da haben wir 500 Dosen. Sind hin, Edeka, haben gesagt, wie sieht's aus? Wir hätten hier gern so. Und dann, ja, das können wir bestellen. Kommt dann halt auf Palette, ne? Müssen es dann halt abholen. Wollt ihr das gleich bezahlen? Was, 500 Euro, was weiß ich, keine Ahnung. Ne, 300, 400, Euro, irgendwas. Der Pfand ist halt also, auch noch dabei gewesen. Früher war das 160 das, Euro war das, oder so. Das war ja noch billig. Das kostet ja mittlerweile auch schon 69 Cent, was ich viel zu teuer finde. Früher hat das mal 25 oder so. Ich hab's schon lange nicht mehr gekauft. Das kann ja, und das sind wir hin und dann haben die mit einem Hubwagen die Palette rausgefahren. Dann haben wir die ganzen einzelnen Dinger ins Auto und dann haben wir es zu Hause aus dem Auto raus. Welches Jahr war das? Oh, lange her. Vor Christus. 19 oder vorher. Also irgendwann hat das nicht mehr geschmeckt. Das 5-0 schmeckt nicht mehr. Das kann man, also ich habe das irgendwann mal kaufen müssen. Aber dadurch habe ich Hannes angelockt. Das war das erste, was Hannes als Video je von mir gesehen hat und gesagt hat, was ist denn das? Die sind aber gut drauf. Das abonniere ich jetzt mal. Ja. Das muss man und plötzlich haben wir uns getroffen. Da kam der Jean Reno nach Hibu und seitdem ist die Liebe entbrannt. Also. Stell dir vor, du hättest dann irgendwann nach irgendwie ein paar Wochen später ein Video hochgeladen. So, ich trinke jetzt in meinen Videos kein Bier mehr. Wegen einem Algorithmus. Machst du jetzt einen auf Natur? Ich wollte darauf hinaus. Weil ja, aber du bist, sagst doch auch, das ist eine Ausnahme mal, wenn man mal ein Bier-Tasting auf deinem Kanal hat oder so, weil du gehst ja nur hinaus und machst andere Sachen. Aber mein Kanal ist also du machst es ja auch ich nicht Ich habe so. Mein Bier-Tasting, mein Adventskalender auch schon versucht, irgendwie anders, also komplett anders zu machen als nur Tasting, als nur da sitzen und labern, sondern ich habe dann verschiedene Orte mit verschiedenen Leuten und alles und das hat trotzdem... Hat ja gar keiner gerafft. Hat keine Sau. Irgendwie sich dafür interessiert. Haben immer gedacht, es ist derselbe Ort und dieselbe Person. Wahrscheinlich. Oh, Achtung. Mach jetzt das Bier auf, dass da was dahinter steckt. Ne? Das ist immer, geht immer unter. Also man macht sich immer viele Gedanken und die Leute, eine scheiß Wespe hier. Da kommt das nicht so an. Ja, irgendwie die interessieren, also die... Vielleicht kommen das durch dein Rumgefurze und da wird die angelockt. Wir sind jetzt bei 6% angelangt. Hier sind wieder Facts about. Das Helles ist Bock und dunkles Bock. Ist Röner Bock. Hell, auch das kitzelt aber, wenn die da auf der Hand rumläuft.
Grüner Bock. Hell. Mit Bock drauf. Jetzt müssen wir es wieder so zeigen. Warum auch immer. Einfach nur, um das Video in die Länge zu ziehen, zeigen wir euch hier mal den Bock. Stimmt, ich habe noch gar nicht so viel erzählt. Ist doch wieder ein Standard-Etikett. Wir sind erst bei 30 Minuten, oder? Du hörst jetzt auf, du willst noch Pizza essen, die warm ist und deswegen... Die muss erstmal da sein, das ist nämlich auch noch nicht der Fall, glaube ich. Die ist bestimmt da. Die ist bestimmt gerade hinter uns vorbeigefahren und du hast es nicht mitgekriegt, weil gerade das Bier explodiert ist und deswegen 6%. Meine Damen und da Herren. Da passiert wieder nichts. Nein. Da darfst du dann das Letzte noch aufmachen, da bin ich dann gespannt. Das Letzte, ich betone es nochmal, das Letzte. Bock, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, aber... Auch mittlerweile habe ich Bock. Den ganzen Tag habe ich gedacht, hoffentlich sagt er ab. Da muss ich nicht noch Bier trinken. Aber ich bin ja kein Kameradenschwein. Wenn er kommt, dann ziehe ich durch. Ich habe auf der Herfahrt auch extra nicht so viel Bier getrunken, also nur zwei. Und Sandra hat gesagt, ja, sobald du das erste getrunken hast, dann hast du eh wieder Durst. Und sie hat recht. Ich weiß zwar nicht, wieso sie so eine aggressive Stimme hat, wenn ich sie nachmache, aber sie hatte recht, sie kennt mich halt. Man will das ja nicht und wenn man dann da ist, dann macht es halt Spaß. Ne? Das ist schön. Das macht ja auch Spaß. Mit komischem Bock zusammensitzen. Mit Leuten Bier verkosten. Weil man und was wir danach immer noch machen, wenn die Kamera aus ist und alle ziehen das sich seht aus. Das seht ihr auf meinem Kanal, wenn ihr Premium-Mitglied seid, übrigens. Ja, Premium. Bitteschön. Aber es ist bis jetzt nur einer Mitglied. Das ist schön. Das Warum ist sieht dein Bier klarer aus als meins schon wieder? Dabei habe ich bei dir erst und dann mir und dann er. Okay. Meins ist das Klarste. Das heißt, ich muss eine bessere Note geben wie ihr. Das Bock hat auf jeden Fall eine typische säuerliche Note. Es ist recht klar und es ist auch recht kräftig und man sieht auch meine dicke Nase durch. Vielleicht kann man ja auf das Einbäcker Biertasting mal... Ich gebe 4 Punkte. Was willst du damit jetzt? Zurück erinnern. Das war, da waren ja auch viele, also die Hälfte von Bockbiere. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ja. Was hatten wir denn mit Genaya, wo wir hier ultimativ irgendwas und total 22... Das waren Winterbiere, 23 Winterbiere. Einfach verschiedene Winterbiere, ach so. Das waren aber nicht ganz eine viele. Bestimmte Sorte. Also nee, nur Winterbiere. Also wir haben schon verschiedene Mottos gehabt. Ich weiß, Lausitz haben auf jeden Fall, waren auch etliche. Ich trinke jetzt. Wer war denn da dabei bei Lausitz? Das war auf jeden Fall auch der ganze Tisch voll. Dann war nicht mal Porter dabei, ne? Wo ich gesagt habe, Lausitzer, und dann hast du nicht mal Lausitzer aber Porter es geht am darum, Start. Das, was nicht jeder kennt, das Porter kennt ja jeder, das kriegst du ja überall. Nur weil das bei uns im Handel steht, heißt das nicht, dass das zum Beispiel in Köln im Handel steht, weil wir denken dann, das ist bekannt. Und alle anderen sagen, wenn du mal sagst, hier, guck mal, Diebels. Was ist das? Siehst du, Diebels? Was ist eigentlich mit Diebels? Das kennen wir aus der Werbung. Das gibt's hier auch teilweise. Diebels alt. Aber nur in kleinen Flaschen. Wie alt? Ich habe schon lange nicht gesehen. Früher! Das ist ja wirklich schwer zu bekommen. Aber stand wirklich. Immer Diebels überall. Und jetzt fällt mir gerade ein, ich habe seit 30 Jahren kein Diebels mehr gesehen. Weder im Kasten, noch in Flaschen, noch aber, in Dosen. Aber damals hast du auch so noch kaum... Also Urtyp ist ja das gleiche ungefähr. Also nicht dunkel, sondern normal. Ja, damals habe ich noch nicht so viel Bier getrunken, weil vor 30 Jahren war ich 6 Jahre alt. Ich habe das Gefühl, dass es früher gar nicht so viele Biersorten gab. Ja. Oder zumindest, dass es von einer Brauerei nicht so viele Biersorten gab. Das ist ja gab. Wie Prime, ne? Die immer neue Sorten machen, mit einem neuen Etikett und dann ist immer das Gleiche drin. Und dann schmeckt alles immer genau. Ja, der Grundstoff ist ja auch immer das Gleiche, das ist ja immer nur das Aroma, was sich verändert bei Breim. Und die Flasche halt. Nicht immer. Ich habe jetzt gesehen, es gibt Metamoon und dann haben sie eine WWE Red Edition Dingsbums alles und da steht hinten drauf Metamoon Geschmack. Und du denkst, es ist einfach genau das Gleiche. Nur halt eine andere Flasche. Verpackung. Das ist ja das, was ich immer sage. Zum Sammeln und das ist ja das Gute. Das wusste du deswegen. Jetzt gibt es sogar die SummerSlam Edition von Prime, aber es geht hier nicht um Prime. Ich hoffe, die gibt es irgendwann so und nicht wieder nur, wenn man beim SummerSlam war, weil dann verkaufen die da wieder eine Flasche für 100 Euro und dann musst du die wieder aus Übersee einschiffen lassen und dann kommt der Mann und sagt, ey, kriegst du nur mit Zoll, gib mir 20 Euro. Und du denkst, was, jetzt habe ich schon 40 Versand, 100 für die Flasche, jetzt willst du nochmal 30 für einen Zoll oder was? Die wollen damit verdienen. Das ist, das machen die da. So, ich das ist super. Oder ist es leicht zerkratzt jetzt? Den nehmen wir mit. So, das fällt nicht. Dann malen wir nochmal mit dem Edding drüber. Das ist egal. Das ist eine Kirche. Schwarzen ich weiß nicht, das sieht aus wie, ja. Oder da ist ein Gewinncode drauf. Sieht man ja eh nicht, aber... Das ist auf jeden Fall irgendwas in Görlitz. Weil das ist nämlich von einem... Ich dachte, sie sind Budapest. So, eine alte Synagoge von Dombreiter. Da gehst du rein und hebst die Gruft aus. So, peace out, vorhauen.
Also für einen Bock schmeckt es gut. Mild? Ja, für bockmäßig ist es gut. Nee, du hast von dem gelben Bier, glaube ich, nicht probiert, was ich gekauft hatte in der Flaschenbehandlung beim Geburtstag. Ramses hat probiert. Gelbes Bier? Ich hatte ein Bier mit einem richtig gelben Etikett. Da hat er Naturin probiert. Ich habe mir das ja gekauft. Haben sie wieder in Becher reingepisst. Und, ja, guck mal, gelbes Bier. Schön warm. Stand in der Sonne oder was? Genau. Sogar ohne Kohlensäure, wie Prime. Hey, sind wir wieder beim Thema. Ja, also das ist Röner Bock. Ich finde es gut, dass das 6% hat, aber du die nicht merkst. Und das eigentlich sich gut trinken lässt. Also es hat ein bisschen viel Säure, also nicht viel, sondern es hat eine gewisse Säure, wie man es beim Bock hat. Aber es ballert nicht so, weil es halt nicht so viele Prozent hat. Normalerweise haben die ja mehr als 6%. Die wollte ich erst gar nicht mitnehmen, weil das Etikett weicht ab. Ich hätte fast gar nicht erkannt, dass das Röner ist. Aber also gibt es da schon mal einen Punktabzug. Aber es sieht lustig aus. Hopfen-Sinfonie. Das Gute ist, alle anderen sind immer bis hierhin voll. Und das ist einfach bis hierhin voll. Aber es hat die normale Facts about. Und es ist natürlich 6%. Und das habe ich als letztes, weil es halt ein bisschen wieder anders aussieht. Also wir haben mit einem besonderen gestartet. Wir sind mit einem besonderen hier ins Ausgeflogen. Röner Hopfen Sinfonie. Achso, du sollst das ja öffnen, aber ich will es nochmal zeigen. Ich muss aber sagen, ja, was findest du mit dem Etikett? Ja, die Schriftart ist lustig. Diese lustig, okay. Aber als seriöser Biertrinker sagt man so ein Scheiß. Also ich muss sagen, mich spricht das Etikett nicht an. Wenn ich das sehe, denke ich, das ist ein Influencer-Scheiß-Getränk. Ja. Und ich würde es nicht als ein seriöses Bier ansehen, so. Hopfen Sinfonie. Dann mach's mal auf. Wahnsinn. Sexy Boy. Mal fliegen lassen. Mit deinem Rot. Rotes also Schuld. Jetzt sehe ich erstmal den Kronkorken von oben. Die sehen ja ganz cool aus. Ach, hier ist Welt Drehzähler wieder mit die Flugzeuge. Ja, das ist ja wieder so. Da war was man, von nicht kennt, genau. Müssen wir nochmal kurz zeigen. Hier hinten. So, das meinen wir hier. Das hier ist es nochmal in klein drauf. Da hinten. Ja, ich hab. Da ist ja gar kein Druck drauf. Sag ich doch. Also überkochen. Du schenkst also beim Überkochen hätte es auf jeden Fall keine Reaktionszeit gehabt, weil es ist halt gleich da. Hey, wie der Deckel über den Tisch geklitten ist, Hannes. Jo. Warum schüttest du das denn? Warum läuft das daneben? Da ist ein Loch im Glas drin auf einmal, oder was? Ja. Jetzt ist es auf einmal da unten rumgemacht. Warte mal, ich muss mich das aber ganz kurz... Das ist übrigens der Fahrer. Ich muss mir kurz hier polieren. Der wischt immer sich die Beine ab während des Tastings. Da muss ich dann abhängeln. Ne? Damit ihr wisst, was während des Tastings noch so passiert unter dem Tisch. Ah, die Silvester-Spaghetti geht mir auf den Sack. Wir streicheln euch die Beine. Ich weiß nicht, was du hast. Ich sehe gar keine Wespen mehr. Ja, weil die alle an mir hängen. Was es bei mir ist. Die habe ich gefressen. Yeah. Also ist das immer. Da ist eine. Muss ich töten. Weißt du, letztens haben die Nachbarn draußen gesessen und dann ist die Marie vorbeigelaufen und da haben die so gesagt, die neuen Nachbarn tun nur am Saufen sein. Da kam die hoch, Mama, ich muss dir was erzählen. Das fand ich lustig. Also ich hab's hingekriegt, tatsächlich, so ziemlich. Das heißt, sag mal, Film, dass ich das... Du gehörst diese offiziell zu uns, du bist jetzt der neue Nachbar, so. Der tut nur am Saufen sein. Das ist übrigens Menas Moos-Sprache, wenn ihr das nicht kennt, also... Passt schon. Das muss man nicht finden, aber also ich finde, es ist sehr hell, es ist aber ein bisschen trüb, also es gefällt mir jetzt wieder nicht so. Ich gebe nur 2 Punkte, also ich möchte da was Klareres und Kräftigeres. Also bei Hopfensinfonie vermute ich, dass sie viel Hopfen reingedonnert haben. Ist das auch ohne Hopfenextrakt? Weil Hopfen und Hopfenextrakt ist was anderes? Nicht ganz, aber... Wie kann man denn Hopfen reintun? Na gut, ohne Extrakt zu verwenden, das geht schon so. Die haben tatsächlich Hopfen in Klammern Merkur und Saphir draufgeschrieben. Also die haben 2 verschiedene Hopfensorten reingeschüttet. Die haben fusioniert. Ist es jetzt gut oder schlecht? Und es riecht auch sehr blumig. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Waldhaus-Hopfen. Kalea. Kalea. Oder Iber, genau. So eine Art. Ja, super. Aber nicht schlimm. Bei den IBA-Dingern machen sie meistens Hast du schon probiert? Machen sie meistens Hopfenextrakt rein. Nein, ich spreche gerade noch.
Und von daher schmeckt es auch so dämlich, weil wenn dann, das ist halt Konzentrat, das ist scheiße. Das ist, wenn du hier so einen Wassermax hast oder wie die Sodastream oder so, machst von dem Konzentrat irgendwie einen Löffel mehr rein. Also ich finde, das ist das schlechteste Bier, Freunde. Boah, Alter. Das ist schon wirklich so Kalea-mäßig, ein bisschen so Pale Ale-mäßig, irgendwie so Spülmittel-mäßig. Also. Es ist schon kräftig. Also so hast du auf jeden Fall bei Waldhaus nicht geguckt, bei dem Offensturm. Da denkst du, ja, es hat 6%, das muss ja abartig sein, aber davor der helle Bock, der hat uns gezeigt, 6% können auch gut sein. Gut sein, gut schmecken. Ja. Das macht's nicht. Ich habe gedacht, nämlich du hast kurz genippt und dann deswegen so erzählt und gemacht, weil das so toll ist, aber du hast ja noch gar nicht gehabt. Er schnüffelt und freut sich in der Schnüffelei, aber... Oh, den zweiten Ansatz würde ich wahrscheinlich nicht mehr durchstehen. Das ist schon ganz schwierig. Das ist schon ganz schwierig, ja. Darmkasten zum Geburtstag. Ja, das, wenn du jemanden nicht leiden kannst, machst du das. Dem schenkst du so einen Kasten. Ich hasse dich, ich schenke dir einen ganzen Kasten. Tschüss. Boah, der ist gut drauf. Wenn es nicht schmeckt, egal. Er hat wenigstens an mich gedacht und einen ganzen Kasten. Also ich glaube, das sendet falsche Signale. Das geht so nicht. Das geht. Warum ist es jetzt so dunkel? Regnet es gleich wieder? Also laut längerer da kommt kein Regen heute jetzt noch. Was ist das? Guck mal, wie schnell die Wolken jetzt plötzlich sind. Das ist schön, wenn sie schneller sind. Erst stehen die den ganzen Tag faul rum. Sind schnell vorbei. Ich guck so und denk, wo ziehen die hin? Gar nicht. Und jetzt auf einmal, wo ist sie denn jetzt hin? Eben war sie noch da. Also die Wolken machen auch, was sie wollen. Das ist die Erziehung. Da müsst ihr mal besser drauf aufpassen, dass die Wolken nicht immer so... Ja, jetzt warten wir auf dich, bis du ausgefurzt und ausgetrunken hast. Das hat nämlich noch schon geschrieben, dass das Essen unterbringt. Das hat noch einen Sinn. Soll ich mal fragen, ob es schon da ist oder was? Was, 45 Uhr? Essen schon da? Wenn ja, runterbringen. Direkt. Hast du denn gemerkt, dass jemand vorbeigefahren ist und Essen mitgebracht hat? Nee. Siehste. Und dann sagt er, ist noch gar nicht da. Ich hab gesagt, er ist bestimmt schon hier Viertel gekommen oder so und jetzt zack. Wisst ihr noch? Die Pizza kam auf jeden Fall auch letztens 10 Minuten zu früh. Wisst ihr noch damals, als der Fahrer fertig war und ich dachte, wir haben es geschafft? Und dann kam er an mit, ich hab da noch was vorbereitet. Das habe ich heute auch gemacht, denn ich habe noch was. Pass auf, ich habe noch ein Bonusbier. Hast du einen Pilz? Nee, das ist leider nicht. So, also. Das ist jetzt, du siehst, hinten steht Facts About. Rhönbier, das ist wichtig. Ich wollte es nämlich gar nicht mitnehmen, weil ich dachte, was ist denn das? Ich dachte, das wolltest du auch schon nicht mitnehmen. Da habe ich mich versprochen. Das ist das Beschwörzeichen mit drauf, oder? Hä? Das ist doch hier. Das ist der Thüringer Löwe. Der König hier, der Pilze hier. Mewtwo. Die Flasche ist auf jeden Fall jetzt eine Bonusflasche, weil erstens sind das nur 0,33 und das andere war 0,5. Dann, naja, du guckst hier drauf und da steht prachtregion.de, als wäre es irgendwie von der Deutschen Bahn gebraut. Dann steht nochmal Prachtbräu naturbelassen. Also so schwarz, es sieht aus wie so ein Bio-Ding irgendwas. Ich wollte es gerade sagen, das sieht aus wie dieses so Kraftbierzeug aus dem Bioladen. Die sehen nämlich alle so aus. Die dann irgendwie 2 Euro die Flasche kosten. Und wenn du halt so guckst, es passt halt wirklich nicht zum Rest hier. Rhöner, 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 Rhöner. Hier wenigstens auch noch Rhöner. Aber man sieht ja, hier unten steht dann Rhönbrauerei.de. Und der Deckel. Es hat den gleichen Rhöner Bierdeckel, weil das ist auch aus der Rhöner Brauerei. Aber ist halt irgendwas komplett anderes und deswegen... 4,9, das ist 100 pro 1:1 das Kellerbier, was wir dort schon haben. Oder hat, guck mal drauf auf das Kellerbier bitte, ob das 4,9% hat. Ja. Ja. Kellerbier und eine gefilterte Natur belassen. Okay. Also da müssen wir mal das da hin. Wenn wir das einschenken, müsst ihr nochmal zurückspulen. Dankeschön. Zeig mal her. Das ist aber lieb. Dankeschön. Bis später. Merci. Guck mal, Pizza. Das heißt, die müssen wir kurz mal hier rüberlegen. Also spult nochmal zurück, ob die Farbe von dem Bier dann genauso aussieht wie beim Kellerbier. Wenn ihr nämlich denkt, die Nachbarn, die Neuen, die saufen immer nur, da habt ihr euch falsch geschnitten. Die fressen auch noch. Und deswegen, weil wenn du dann was, du hast ja auch mal Hunger und du musst ja auch was dagegen tun. Und deswegen, ey, wir sitzen dann noch hier rum und essen noch eine Pizza und das ist ja super. Und deswegen machen wir jetzt die prachtregion.de auf.
Prachtbräu naturbelassen. Kellerbier unfiltriert naturbelassen, gebraucht nach dem deutschen Reinheitsgebot. Die Facts kennen wir ja hinten. Vor allem habe ich nur gefragt, ob das Essen schon da ist. Ich habe gar nicht gesagt, dass wir fertig sind. Da kommt plötzlich die Pizza an den Tisch geliefert. Wahrscheinlich haben sie es vorher vorgeschickt. Also beim Thomas war das letztens... die sollte irgendwie die große orangene Schachtel runterbringen, wo mein Essen drin war. Und hat dann irgendeine andere Schachtel mitgebracht, wo Thomas sein Essen drin war. Was ich natürlich dann nicht mitgegessen habe. Hätte ich gegessen und gesagt, ich kann nichts für die Schachtelfarbe. Ja, aber das war halt nicht das und dann haben wir das dann weggeworfen. Wieso ist euer Essen denn in Schachteln drin? Weil das war von dem scharfen Gulasch, was wir gekocht haben. Das ist cool. Was war da jetzt der Unterschied? Ist da nicht in beiden Schachteln Gulasch gewesen? Die eine Schachtel hatte keinen Deckel. Und es war weniger. Gulasch. Ja, wenn der wenig hat, das ist. Dann wollen aber das viele essen, weil die haben ja dann hättest haben, du halt von dem anderen, wo viel drin ist, auch noch was gegessen. Und das ist 100 Pro. Geworfen? Die haben das da weggeworfen. Wieso denn? Na, weil hättest du da alles mitgenommen? Die hat mir das am Sonntag. Ich war ja. Das ging ja nicht. Ich bin ja mit dem letzten Zug durch Thema durchgefahren. Ich sollte es so nach Thema zum Bahnhof bringen. Aber das Falsche mitgebracht, es gab dann keinen... Man darf nur höchstens 4 Kilogramm scharfes Essen mitnehmen im Zug. Alles, was drüber ist, wird vernichtet. Ist wie beim Zoll. Tja. So. Also das ist 100 Pro das... Was? Du meinst, es ist das Kellerbier? Das ist 100 Pro das Gleiche, nur dass du da ein anderes Etikett drauf, eine kleinere Flasche und einen und anderen Brei, weil die haben da hier das... Die haben da irgendeinen Scheißdreck drauf. Also das Etikett kriegt von mir 0 Punkte, weil... Das hat nichts mit Bier zu tun, keine Ahnung. Das sieht vielleicht noch aus wie irgendein hässlicher Sekt. Und riecht aber ziemlich fruchtig. Und deswegen. Also für mich kriegt das eine rot-gelbe Karte, das Bier, weil es genau das gleiche ist, nur in einer anderen Flasche. Steh ich nicht. So, dass er jetzt hier Fußball mit reinbringt. Das könnte klarer sein, es könnte kräftiger sein, hat man vorhin schon einen Punkt für Fab. Ich weiß auch nicht mehr, wie das Kellerbier geschmeckt hat. Dann müsst ihr das Video zurückspulen. Aber war das nicht mit Röstaromen oder waren die Röstaromen im Urtypen? Das schmeckt auf jeden Fall komisch. Ja. Aber es schmeckt nicht so schlimm wie die Hopfensymphonie. Das muss man ja auch mal dazu sagen, weil die Hopfensymphonie, die war halt richtig hopfig und symphonisch. Und jetzt ist die gute Frage, was ist denn hier was? Guck mal. Ich war meine. Jetzt hör auf mit den Zahlen. Das ist. Meine. Das ist der Wolfgang. Ja, dann kriegst du jetzt mal hier einen Wolfgang rübergereicht, weil du bist der Wolfgang. Weißt du, dass beim Abo damals, man konnte nie Pizza bestellen, man musste sich immer Spezialsoße drauf machen lassen. Und hier nimmst du Pizza immer ohne Soße und es ist okay. Frag mich, wieso haben wir dann immer Spezialsoße drauf machen lassen? Das könnte die Pizza türkisch sein. Mit Dönerfleisch und Jalapenos. Weil der Hannes hat ja. Auch sowas hat, aber. Der Hannes hat ja, glaube ich, eine Hawaii mit Hollandaise, oder? Mit Hollandaise. Es gab Pizza Hawaii, Hollandaise. Ich weiß nicht, ob ich meine mit Käserand bestelle, aber der Rand ist ja so schon geil. Sieht einfach nur aus wie eine Vorspeise, so genau. Pizzabrot gebacken mit irgendwas. Es reicht immer eine kleine. Das ist wirklich, man ja, bestellt sich eine große, weil man Knast hat. Am Ende hätte eine kleine gereicht. Es war auch so, dass. Bei Roni musst du 40 Euro bestellen und wir waren dann 6 Mann und jeder hat nur eine kleine genommen. Hättest du eine große genommen, da wäre wieder der Gulag rausgekommen und deswegen jeder nur eine kleine. Hier kriegst du jetzt hier deine Hawaii. Warum du nichts mit Jalapenos hast, bleibt mir für immer noch ein Rätsel. Weil du scharfe Soßen hast. Ach so, ja, guck mal, ich habe dir hier übrigens in unserer Kühltasche. Ach, meine Güte. Ich weiß gar nicht, hast du die schon mal probiert? Die Carolina Reaper Yellow Sauce. Das ist eine hochwertige Soße. Die ist super. Carolina Reaper. Ich habe auch noch was dabei. Yellow. Das ist aus Thailand. Das hat mir jemand aus Thailand mitgebracht. Chili mit 2L. Verstehe ich nicht. Das ist so ein Schreibfehler. Das ist aber aus Thailand auf jeden aus Fall. Kann man ja gleich letzte machen. Woche erst mitgebracht. Beim Hannes habe ich letztens hier nämlich die Crazy Bastard Super Hot Soßen getestet. Die sind in der weißen Box gewesen. Und ich sag's dir, wie es ist. Das hier, Super Hot Naga, hat nur 4 Totenköpfe. Aber ich finde, das ist die schärfste von den dreien. Die Scorpion hier, Super Hot Scorpion, hat auch 4 Totenköpfe.
Schmeckt aber irgendwie total komisch. Und die Super Hot Reaper hat 5 Totenköpfe, aber ich finde, die ist nicht so scharf. Dann probier wie die Nagger. Ich finde, die Nagger ist irgendwie die heftigste. Ich beiß da jetzt bald rein. Ich tue das Video aber noch vorher erst beenden. Nicht, dass ihr denkt, wir essen hier in dem Video. Das ist nämlich privat. Deswegen würde ich sagen, das war's von meiner Seite aus. Es sind 50 Minuten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Unter einer Stunde. Oh, ich hätte mehr recherchieren sollen, dass ich noch ein bisschen was erzählen kann, 10 Minuten lang. Er hätte mich recherchieren sollen, deswegen. Das ist der Hannes. 40. Er sagt immer, dass ihr furzen müsst und deswegen voll. Das ist meine Samyang Bowl von einem Bier Shanga, die ich da gegessen habe. Und eigentlich wollte ich die aufheben, dann wollte ich sie wegschmeißen und jetzt habe ich ja die Soßen da rein. Und das kommt aus Thailand. Chili mit 2L. Peace out, Vorhaut. Eure Vorhaut, euer Ramses. Ciao.